So war auch die Verbindung zu Lauerex gekappt, was die Wissenschaft akzeptiert hat. Obwohl Fakten, die dem widersprechen, schon lange in Hülle und Fülle vorliegen. Das Direktorenzimmer, das bis heute oft unverändert Gropiuszimmer genannt wird, ist geradezu exemplarisch für diese Strategie der Verleugnung und Ausgrenzung, die Gropius sein Leben lang betrieb und durch die er allen Ruhm auf sich lenkte. Die Strategie ging auf und ist dafür verantwortlich, dass Lauerix in der gesamten Literatur über dieses Zimmer und seine Möblierung, wenn überhaupt, nur beiläufig erwähnt wird. In einer Ausstellung über Lauerix Werk sind Ende der 80er Jahre auch Fotos von dessen Möbeln aus der Hagener Zeit um 1910 gezeigt worden, die denen des Direktorenzimmers frappierend ähneln. Da gibt es einen Blocksessel und solche aus Stäben, die alle auf der Quadratur basieren. Auch Tische mit auskragenden Elementen sind dort zu finden, ebenso wie Mäanderstrukturen. Meyer, der ohnehin im Baubüro dirigierte, hat sie zu neuen Typen kombiniert. Das Originäre am Direktorenzimmer ist die Übertragung der Mäander in die dritte Dimension. Dass auch dies Meyers Idee war, dafür spricht seine Nähe zu Lauerix sowie die Ausbildung als Modellbauer. Von Gropius sind sonst keine anderen Möbel bekannt. Meyer hat in dieser Zeit noch ein Schlafzimmer entworfen, das sowohl mit Lauerix-Möbeln als auch mit denen des Direktorenzimmers starke Ähnlichkeit aufweist.